Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Der Traktor ist gerade gewaschen und repariert worden. Jetzt fahren wir den auch hin, dahin, wo der andere steht. Mal Luft in die Garage zum Austrocknen. Und dann werden wir uns darum kümmern, dass wir weiterhin mit Holz arbeiten. Dann haben wir uns alle unsere Geräte sauber, eigentlich. Ob ich jedenfalls nichts vergessen habe. Ziehen wir mal durch, Mauerland. Scania. Das ist ja mit Wasser. Den fahren wir mal zum Hof. Den werden wir den auch mal gleich waschen, ne? Am Volltanken. Das ist die verkehrte Richtung. Ja. Machen wir den Deckel zu. Geht's Richtung Hof. Wenn wir rechts abbiegen, ne, nicht links. Und reparieren, waschen und dann. Wir stellen auch eine Halle rein, aber die werden wir mal wieder brauchen. Ne? Also spätestens morgen, denke ich mal. Ein Wasser kann immer drin sein, das kann ich schauen. Ne? Ja, leer fällt sich einmal frei. So, waschen. Und tanken vor allen Dingen. Nämlich schon gerade schon leer. Ja, heute noch den Holz machen. Jetzt können wir aber auch 5 einstellen. Ne? Obwohl der Tag, wie gesagt, nicht. Sobald das dunkel wird, wird es schneller gespielt. Ne? Nachts über die rumkriegen. Oh, das ist voll. Weil wir will schon dunkel arbeiten, ne? Ihr seht nichts, ich sehe nichts. So, was wollen wir ändern? Nix, ne? Nochmal schön geht. .500 PS. Lassen wir so. Reparieren wollten wir aber, ne? Gut. Jetzt immer reinigen. Ob wir die Farbe wiedererkennen. Oh Wunder, das Blaue kommt ja schon zum Vorschein. Ne? Ja, so. Dann haben wir noch einen LKW noch von Holz. Aber gut, das ist nicht so, das ist weit weg. Und der Wassertank hier. Können wir auch eine Milch nehmen, ne? So, du wärst sauber. Fahren wir mal gleich Richtung. Ja, Unterstand. Siehste. Jetzt geht's Richtung Holzplatz. Den können wir nicht rauen. Dann machen wir hier weiter, ne? Und rauen ein bisschen Holz. Auch wenn wir dieses Jahr nicht mehr viel brauchen an Paletten. Wir brauchen auch auf jeden Fall viele Paletten ab dem Sommer. Sobald die Brauerei läuft. Ne?
sobald alle Rohstoffe da sind, von Weizen, Gerste bis zum Hopfen, Malz stellen wir gerade her, werden wir alles dann da haben. Ne? Wie einen kurzen, ne? Und ja, Ballpflanzen mache ich auch noch. Und die Fräsen. Fräsen wollte ich noch, ja. Oh, das ist nur da. War ja eben gerade nicht gut. Und dann die andere Autolot gesehen, ne? Also okay, nur wenn der Motorsieger arbeitet, ne? Ist auch nicht so tragisch. Ja, hoch oder verwechsel ich immer. Mein Steuerstick hier. Deswegen geht er einfach mal hoch. Bin ich glaube nicht in der Reihe zu merken. Natürlich ist das ein blöd darüber zu fahren, ne? Idiot. So, ein dicker Baum. Dick und kurz. Der Castor hat ja nun auch ein Sägewerk kreiert. Werde ich hier für den Marsch nicht anwenden. Da wir zum einen ein Sägewerk haben, zum anderen gut, die Verkaufsstelle würde hier auch funktionieren, also weiß ich nicht. Aber es macht ja keinen Sinn, wenn wir uns, wir haben eh genug Arbeit, da noch mit Holz weiter Arbeit aufnacken würden. Ne? Also für hier nicht, für Thüringen ja, da mache ich es.
Wenn ich noch einen Platz suchen und machen werde, wahrscheinlich da, wo der Wald ist. Wahrscheinlich. Aber erst einmal Geld sparen, dass ich da mal Heu machen kann. Ne? So, und hier machen wir weiter Holz. Ne? Also Holz, Holz, Holz. Da brauchen wir einen schönen langen Baum, da ist immer gelohnt. Ja, dann nehmen wir hier viele Schuppenfräsen weg, machen sie gerade. Andererseits auch noch was, da ist immer ein Schuppenfräsen. Gut, noch ein Freiwilligen, das macht. Das wird nicht gehen, das wird nicht funktionieren. Da müssen wir alle Mods teilen, ne? Das wäre mal ein bisschen sehr, sehr umständlich. So, gut. Oder nicht gut. Jetzt fahren wir jetzt wieder zum Nachbarwald, also hier in die Ecke. Und dann haben wir freie Bahn für unser LKW, das aufzuladen, ne? Dann können wir mal sehen, wie viel Holz wir schon da haben im Sägewerk. Und dann, ja. Mal sehen, ich bin immer noch ganz auf, ne? So. Was will er mir noch sagen, der Baumstamm? Welche Richtung zeigt er mir? Da oben, ja, da, da, ja. Nicht hol. Gut. Ja, der ist auch reparaturbedürftig, aber wie gesagt, da wir gerade mit ihm arbeiten, ne? Geht's ja nicht, ne? Bin dann gespannt, wann der andere runterfällt. Meistens dann, wenn man nicht mehr braucht, ne? Ja, ich muss mal gerade schauen wegen der Zeit, ob ich da überhaupt was gemacht habe. Kam schon mal vor, dass keine Aufnahme lief. Ich habe geredet und geredet. Das ist eigentlich ungünstig, ne? Fürs Ergebnis jedenfalls. Weil stundenlang gespielt und nichts erreicht, ne? Keine Aufzeichnung gemacht. Kriegen wir alles mit. Naja, die ganz kleinen ist nicht ganz so wichtig. Also, ob der jetzt runterfällt, ist ungünstig. Aber sehe ich mal kommen, dass ich wieder abladen werde. Ne? Aber mal sehen. Die drei noch, auf jeden Fall die langen noch. 1, 2, 3. Noch ein dicker, ganz dünn, dass ich dazu trage, ich mache immer eine Fräse weg. Aber die etwas stabileren Baumstämme würde ich schon mitnehmen. Ich fällt da runter, Mist. Aber dann werden wir uns kurz abladen und dann wieder aufladen, ne? Dann passt das. Baum bis Jim, ne?
Ja, wenn aufladen soll, geht nicht, aber das ist typisch. Den wollte ich gerade nicht gelassen, und einen auch nicht. Bitte zu groß. So liegen lassen. Oder sind zu voll? Okay. Werden wir hier abladen, ne? Und wieder hier aufladen, dann passt das wieder einigermaßen. Und der eine ist ja quer, da ist vom Fahren sowieso unmöglich. Da kommen wir nie an. Wir wollen nach vorne. Hinten ist nicht gut. Da laden wir wieder ab. Auf der Erde liegen ist das nicht gut. So. Der kurze, naja, wird sich verabschieden, ne? Aber das macht nichts. Das ist ungünstig. So, schnallen wir an, dass der nicht ganz und gar runterrutscht. So, dann schneiden wir komplett an und jetzt geht los. Haben wir zurück zum, ja, Sägeweg, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.